Diese Saison werden sie mit Sicherheit aufsteigen wollen. Sie dürften jetzt auch die Erfahrung haben, um es dieses Mal besser zu machen. Testspiel oder Pflichtspiel? Ich denke, für die Spieler ist es immer was Besonderes, im Trikot der Nationalmannschaft aufzulaufen. Bin ich bei dir, Wolf? Das zeigt nun einmal, dass sie zu den besten Kickern im Land gehören. Für den Trainer geht es natürlich darum, in so einem Testspiel Dinge auszuprobieren. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie spielen im 4-3-3 mit zwei Flügelstürmern. Assis. Und den Ball hat er sich geholt. Jetzt müssen sie aufpassen. Assis. Jetzt gibt's einen Einwurf. Ja, genau. Lichtsteiner. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Selçukina. Jetzt haben sie den Ball. Arda Turan. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gibt gleich mal einen Freistoß nach diesem Foul. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Super Einsatz vom Torhüter. Gleich kommt der Eckball. Sie müssen aufpassen. Das war ein klasse Schuss. Und die Kollegen dürfen sich beim Torhüter bedanken, dass er das Ding verhindert hat. Pass kommt nicht an. Jetzt wird es Einwurf geben. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Inline. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Er passt ihn auf den Flügel. Das müsste es sein. Sitch, der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Schönes Ding mit dem Kopf, das sehen wir hier nochmal. Da kommt er gut hinter den Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Rodriguez am Ball. Burak Yılmaz. Ja. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Und damit sind sie am Ball. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja, klar. Foulspiel hier. Richtige Entscheidung des Referees. Das sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Chaka. Aber Turan jetzt. Richtig. Oh, tschüss, tschüss. Macht er ihn! Klasse aufgepasst vom Torwart. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Chaka. Da kommt der Schuss. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Okay, was ist das jetzt? Oh.
Da kann er sich den Ball holen. Schussversuch. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Denn noch ein Spiel noch Lüchner und davon ist er jetzt immer schneller. Boah, scheiße, jetzt ist nicht mit dem Messer festgehebt. Ja, voll. Assis am Ball. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Erkin. Er gibt das Foul und der Spieler war schon verwarnt. Ich bin nur ein Brüderlein, ich will das nicht. Genau, Schluss. Und jetzt, darf er sich aber gar nichts mehr erlauben. Ja, das war hier schon ganz, ganz eng und er ist dumm, dass er da so reingeht, obwohl er verwarnt ist. Aus dieser Distanz abzuziehen ist vielleicht doch eher zu optimistisch. Ich vermute, dass er sich da ein bisschen überschätzt hat. Was ist ein paar der rassistische Meinung? Und da holt er sich den Ball. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Çalhanoğlu. Jetzt ist er durch. Yilmaz. Er geht nicht rein, aber trotzdem guter Schuss. Ein Stück Zwiebeln auf der Nase. Da kommt die Anzeigetafel und es gibt 5 Minuten obendrauf. Breel, Donald, Embolo. Jetzt müssen sie aufpassen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Das macht er gut. Selçukgünan. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Erkin. Scher. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Ja, das kann ich akzeptieren. So. Okay. Das kommt gut, Pesk. Jetzt wird es den Wechsel geben. Kein Waffe. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Çalhanoğlu! Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Berami. Das spielt Ball. Das ist Statistik. Lichtsteiner. Er bekommt Hilfe. Inler. Den Pass spielt er gut. Nein. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Der macht Spaß. Keine Chance für den Torwart. Er verwandelt diesen Freistoß direkt. Shakira, Alter. Shakira. Boah, Mann, unsere beste Albaner. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung.
Exzellent verwandelt, dieser direkte Freistoß. Da, ein unglaubliches scheißegal, Ding, was da Nationalität guckt man sich die Wiederholungen gerne immer und immer wieder an. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Aber das ist Shaquille, ist egal. Was ist. Boah. Boah. Exzellentes Zweikampfverhalten. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Hey, ein Scheiße, so gut wie man Selçukina. Und damit sind sie am Ball. Oh, 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 oh. Nein, das ist jetzt eine Chance. Und er schießt. Selçukina. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Bitter, bitter, bitter. Ein Eigentor. Aha. Oh, scheiße, nein. Das ist doch abseits. Unglückliche Nummer. Da geht einiges schief und der Ball geht ins eigene Tor. Oh, nein. Der Rodriguez. Unser bester Spieler. Ja. Eigentore sind immer ein bisschen kurios. Ja, dieses Jahr auch. Das ist neu, ja. Donald Embolo. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Jeez. Unterbrechung gewesen. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Er will umkehren und schießen. Und Töre. Berami. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Chaka. Schussversuch. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Rodriguez am Ball. Nein. Jetzt höre. Fällt jetzt das Tor. Assis. Da verlieren sie den Ball. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Er kommt noch mal davon. Kein Burak Yılmaz. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten sie noch ein Tor nachlegen. Jetzt gibt's einen Einwurf. Aktuell sehen wir den Ballbesitz eingeblendet. Zumindest hier keine Vorteile zu sehen, aber es geht ja auch darum, was man mit dem Ball anfängt, wenn man ihn Nein. hat. Nein. Ja, ich weiß. Muss Einwurf geben. Und dann habe ich wieder passen. Das hat die... Gülü. Burak Yılmaz. Tolle Aktion vom Torwart. Ekwall. Mit dem Kopf. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Und der Eckball kam gut rein. Da sah man schon, dass es gefährlich wird. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Er ist frei, da kann was draus werden. Burak Yılmaz. Nun Ala Turan.
Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Burak Yılmaz. Den Ball hält er gut. Es gibt Ecke. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Assis am Ball. Oh, jetzt haben sie den Ball. Tschüss. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Ricardo Rodriguez. Ja. Da macht er ihn rein. Das geht wieder mal so zu lügen. Ja, es versickelt deine ganze Kraft. Und jetzt wird es nochmal eine ganz heiße Schlussphase, Buschi. Das kann man wohl sagen. Nein, durch diesen Treffer liegen sie nur noch ein Tor hin. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Schuss! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. So, Endspurt für das Team und die Fans erhöhen schon mal die Schlagzahl für die Party nach dem Abpfiff. Buschi. Ja, das Ding ist zwar noch nicht rum, aber hier zweifelt keiner mehr daran, dass die Mannschaft 3 Punkte mitnimmt. Nur noch wenige Minuten und nach diesem Foul bekommen sie vielleicht noch mal eine gute Chance. Jetzt wollen sie den Gegner überraschen. Scher. Yılmaz! Und da klingelt es im Kasten! Auch in dieser Szene sieht der Torhüter nicht gut aus, Buschi. Ja, das hat er sich abgezeichnet. Er war bisher nicht gut im Spiel. Diese Unsicherheit muss er schleunigst abstellen. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Embolo jetzt. Dann zieht er ab. Ein unfassbares Tor. Das Goal, hey. Oh mein Gott. Hey. Ja, sag mir. Und jetzt ist es nur noch ein Tor. Jetzt ist hier richtig Feuer drin. Also wenn sie das jetzt noch packen, dann flippen die richtig aus. Da bin ich sicher. Also ich bin ganz ehrlich, nach dieser Aktion hier, das wäre ja der absolute Wahnsinn, wenn die das noch drehen können. Hier ist richtig Dramatik drin jetzt. Und den Ball hält der Torhüter fest. Ja. Nein. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Bei diesem Sieg hat der Gegner ordentlich mitgeholfen, können wir so sagen? Ja, ja, das Eigentor war natürlich spielentscheidend. Wieder ein Niederlag. Sammy de Lucci und Relikus 4. Ja. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. Aber das ist... Aber es ist schnell, aber schlussendlich, Nana. Alles klar. Ich soll den Schluss mit Nana.